Es gab den Aufstieg und die Mannschaft findet sich jetzt in einer für sie ungewohnt hohen Spielklasse wieder. Die Frage ist, kann das Team sich zügig an das neue Niveau gewöhnen und auch in dieser Liga eine gute Rolle spielen? Die Spielleitung wird heute Afonso Secretario übernehmen. So, jetzt genug geredet, genug spekuliert. Nun wird hier Fußball gespielt. Und nun Michael Carrick. Ah, ein klasse Doppelpass, ein Zungenschnalzer. Erreicht dieser lange Ball Robin van Persie? Ferdinand, Wayne Rooney, Kiel. Die verstehen sich blendend. Wer will ihn? Den Ball, da liegt er doch. Sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Schöne Flanke. Der Ball war im Tor aus. Ecke für Borussia Dortmund. Ganz schlechte Ecke. Oh! Subotic! Was für eine Parade. Borussia Dortmund trifft und hier kommt die Wiederholung. Im zweiten Anlauf und das ist besonders ärgerlich, muss der Keeper sich geschlagen geben. Das Ganze jetzt nochmal von einer anderen Kamera eingefangen. Danke an die Regie. Wayne Rooney. Kämpfen sie um den Ball. Ja, das ist ganz nett anzuschauen. Denkt Marco Reus! Da zittert die Latte, mein lieber Mann! Und Tor! Er scheint sich einiges vorgenommen zu haben für die Partie. Das war schon sein zweites Tor im laufenden Spiel. Oder fliegt er wieder, so wirkt es zumindest. Höher als alle anderen, ein Superkopfball. Und nun Michael Carrick. Gut, dass er hier so entschlossen dazwischen geht. Kagawa. Evra. Kiel. Die Flanke kommt gut. Van Persie, Vorsicht, es ist noch nicht vorbei. Gute Übersicht, im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Da wird der Ball abgefälscht und geht ins Aus. Kagawa. Kagawa. Gut mitgespielt, er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Valencia. Bender. Valencia.
Flanke. Jetzt Manchester United im Ballbesitz. Kaga. Es wird Eckball geben für Man U. Ja, das ist so ein Kleinen, wie man im Ruhrgebiet sagt. Der müsste eigentlich ein bisschen größer sein. Ja, ja, also das ist einfach nicht zu machen für ihn. Also da kann er nicht drankommen. Da bräuchte er Körpermaße eines Basketballers. Nani. Geht er rein? Da war ordentlich was dahinter, hinter diesem Schuss. Aber der Torhüter, er ist da. Und Eckball gibt's. Arbeit geleistet, obwohl der Schuss sehr hart war. Klare Entscheidung, Ecke. Bibic! Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Gutes Abwehrverhalten, aber in Ballbesitz kommen sie nicht. Gündogan. Also das darf überhaupt nicht passieren in dieser Situation. Er hat den Ball sofort verarbeitet. Schön blockiert vom Abwehrspieler. Was für ein niedlicher kleiner Roller. Ja, das ist nicht die ganz große Aufgabe gewesen. Balleroberung im Mittelfeld. Kehl. Pischek. Vidic. Evra. Kiel. Kagawa. Gündogan. Schönes Stellungsspiel. So kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Steht genau richtig, genau da, wo der Flankenball hinkommt. Das wird ganz gefährlich, Achtung! Er ist drin! Die drei Punkte sind im Sack und bei den anderen, da geht es so richtig auf Selbstbewusstsein. Ja, aber jetzt schau noch mal hin, Manni, da ist überhaupt keine Gegenwehr, gar nichts. Ist das schon die Entscheidung? Klare, deutliche Führung. Ein Ball, zwei Spieler, wer kriegt ihn? Jawohl, abgefangen. Das nennt der Abiturient antizipieren. Er liest die Situation und schnappt sich das Spielgerät. Und das war ein richtiger Kracher. Reus. Pischek. Pendel so oft geübt und jetzt hier im Spiel. Super. Und wir sehen hier auch ganz deutlich, da ist der Torhüter chancenlos gegen dieses Ding. Klasse erwischt, diesen Kopfball, Druck hinter die Kugel gebracht, aber glänzend pariert. Und nun Michael Carrick.
Wayne Rooney. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Und jetzt hat er die Chance, um zu flanken. Matter. Den haben andere schon fallen lassen und er hält ihn fest, den Ball. Jetzt hat der Schiedsrichter die erste Hälfte abgepfiffen. Da ist längst nicht alles so gelaufen, wie man das vorher erwartet hat. Es könnte schon sein, dass die zweite Halbzeit ein ziemlicher Langweiler wird. Ja, das droht hier. Das ist zu deutlich. Mit dieser komfortablen Führung im Rücken können Sie jetzt eigentlich in der zweiten Halbzeit ganz beruhigt aufspielen. Ja, wie der dazwischen geht, so macht man das. Ist er vorbei. Jetzt zieht er ab. Und er ist drin. Marco Reus. Achtung, er macht Tore in Serie. Wayne Rooney. Reus. Oh, gehalten. Jetzt aber ein Kübel Ironie. Ein Wunder, ein Wunder. Spieler legt sich den Ball zum Eckstoß bereit. Mats Hummels. Und der Keeper ganz sicher. Nani. Da steht die Verteidigung. Er bringt sein Team in Ballbesitz. Und nun Michael Carrick. Und jetzt Robin van Persie. Der könnte passen. Immerhin, sie haben sich noch nicht ganz aufgegeben. Den hat er wieder im Kasten untergebracht. Was würde seine Mannschaft nur ohne ihn machen? Völlig berechtigte Frage. Er ist der Superstar dieses Teams. Meine Güte, ist er schnell. Ja, und das ist eben schwierig zu verteidigen, weil der abgeht wie eine Rakete. Evra. Nani. Super Flanke. Das Bällchen ist noch heiß. So, jetzt ist die Abwehr zur Stelle. Gute Flanke. Reus. Und Tor. Und schon wieder lässt der Keeper sich einen haltbaren reinmachen. Ja, das nimmt kein Ende in diesem Spiel heute hier. Ein Torhüter kann ja mal Spiele gewinnen. Er verliert das heute. Wunderbarer Treffer. Das nennt man dann wohl Kopfballstärke. Diese Führung kannst du fast schon als Ruhekissen benutzen. Wayne Rooney will den Ball behalten. Er muss schnell entscheiden. Und er entscheidet Vorteil. Oder er entscheidet richtig. Sehr gute Flanke. Kann er diese Flanke verarbeiten? Achtung, jetzt! Er trifft den Pfosten, aber Achtung! Und jetzt Robin van Persie. Ein satter Schuss von Robin van Persie. Wenn die Verteidiger ihm weiterhin so viel Raum lassen, dann wird er das ausnutzen. Das ist genau seine Distanz. Und warum ist da keiner dran?
Was für eine merkwürdige Ecke. Da ist nun wirklich nichts draus geworden. Ferdinand. Und nun Michael Carrick. Marco Reus. Błażejkowski. Schmelzer. Błażejkowski. Jetzt Manchester United im Ballbesitz. Bender. Diesen Flankenball müsste sich der Verteidiger holen. Macht er auch. Matta. Marco Reus. Schmelzer. Die Flanke kommt gut. Nein, das kann er viel besser. Viel besser als in dieser Situation. Und jetzt Robin van Persie. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Das macht ihn so wichtig fürs Team. Das will der Trainer sehen. Rio Ferdinand mit der Balleroberung. Klasse Aktion. Schmelzer. Und nun Michael Carrick. Richtig gemacht. Vorteil für Mensch. Das weiß ich aber auch nicht so genau. Hätte man auch auf Vorteil entscheiden können. Das wird heute gar nichts mehr. Sie können nach Hause gehen, die Spieler von Manchester United. Valencia. Und den kann er sich in Ruhe holen, der Keeper. Es gibt Abstoß. Die Karten werden noch mal neu gemischt. Es gibt jede Menge Auswechslung. Subotic. Lewandowski. Der Gegner ist am Boden und sie treten weiter munter drauf. Aber es wird ihnen ja auch total einfach gemacht. Das gibt's doch gar nicht, meine Herren. Tja, was soll man da in der Verteidigung machen? Vielleicht zwei, drei Basketballer verpflichten, so hoch wie der springt. Ein sensationelles Tor. Diesen Pass konnte keiner der Kollegen kriegen. Großkreuz. Zweikampf um den Ballbesitz. Vidic. Evra. Nani. Błażejkowski. Schönes Stellungsspiel. So kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Können Sie die Flanke verwerten? Er steht genau richtig, genau da, wo der Flankenball hinkommt. Sie haben es gehofft und es ist ein guter Start geworden. Drei Punkte und vor allem, vielleicht noch wichtiger, jede Menge Optimismus für die nächsten Spiele. So, liebe Zuschauer, das war's für heute. Manni Beugmann sagt auf Wiedersehen. Tschüss, bis die Tage.